Hey Leute, Alex zurück für Plugin Tesla. Wie geht's euch? Ja, heute gibt es so ein bisschen durchmischtes Video. Ich gehe ein bisschen in die Berge, werde wieder ein bisschen so Schnee suchen. Und es wird quasi so eine kleine News-Staffel sein. News-Staffel in Form von, was ist im Moment mit der Elektromobilität los? Also wie geht sie voran? Gibt es ein paar neue Hersteller? Gibt es neue Modelle, die präsentiert wurden? Und vor allem, wie sieht es bei Tesla aus? Was gibt es Neues bei Tesla? Was gibt es Neues in der Gerüchteküche? Und natürlich Änderungen und Vorbereitung für das Jahr 2019. Obwohl, wir sind schon im Jahr 2019. So, ich nehme euch mit und in den Bergen gibt es einen kleinen Spaziergang und in diesem Spaziergang werde ich halt einfach ein bisschen über Tesla und über Tesla sprechen und vor allem halt einfach meine Gedanken ein bisschen festhalten im Video. So, bis nachher. So, also wir sind hier jetzt gerade auf dem Weg von Willerzell Richtung Sattelegg. Sattelegg in der Innerschweiz ist ein ganz, ganz schöner Pass. Quasi eine Passstraße, aber eine relativ kurze. Da kommt man zum Vegitalersee und ins Vegital. Ich finde die Route cool, kann man einfach mal so eine Stunde, zwei sich die Zeit vertreiben auf der Sattelegg-Höhe. Gibt es auch noch ein Restaurant, ist nicht so schlecht. Und beim Vegitalersee kann man ganz gut das Auto stehen lassen und einen kleinen Spaziergang machen oder auch einen großen. Man kann um den ganzen Vegitalersee spazieren. Es sind glaube ich 12,5 Kilometer und dauert circa 2,5-3 Stunden. Ja, wir gehen jetzt weiter hier rauf.
mal schauen, ob der Pass frei ist. Unten ist gestanden quasi, dass ja reduzierter Winterbetrieb ist. Mal sehen. Ich finde auf jeden Fall, die Landschaft sieht richtig cool aus. Überall Schnee, viel Schnee. Ist in den letzten 2-3 Tagen sehr viel gefallen. Und wir sehen uns beim Vecchitaler See, sofern ich dort durchkomme. So, hier sind wir auf der quasi Passhöhe und schaut euch diesen Anblick an. Hat auch ein paar Leute hier, aber ja. Da links von mir ist das Restaurant. Hier kann man Skifahren und es sieht einfach richtig, richtig schön aus, idyllisch. Ich fahre weiter nach unten Richtung Vecchitaler See. Mal sehen. So, wir sind angekommen. Also, das ist der Vecchitaler See. Hier geht's bis zu einem gewissen Punkt in beide Richtungen
Und so quasi ab Mitte des Sees ist es nur noch eine Einbahnstraße quasi in die Richtung, in die ich jetzt fahre. Und dann hat man dort die Möglichkeit, rund um den See zu kommen. Ich schaue jetzt mal, wie weit ich komme. Ich will einfach so, ja, einen schönen Platz finden, wo ich das Fahrzeug hinstellen kann, wo es niemanden stört. Und ja, eine Runde zu Fuß laufen. So, wir sehen uns nachher. Hallo alle miteinander. So, ich bin hier irgendwo auf der Seite geparkt. Ich hoffe, ich rutsche hier nicht runter, weil dort See, da Auto, dort viel Schnee. Aber Schnee mit Boden. Ja, gehen wir ein bisschen spazieren. Dieses Video heute soll eigentlich nur ein paar News hergeben. Weil es ändert sich im Moment wirklich so quasi täglich irgendetwas, was mit Elektromobilität, speziell auch mit Tesla oder auch anderen Herstellern zu tun hat. Und ich weiß auch nicht, also ich habe wirklich die Zeit nicht, aus meinem Channel so quasi einen News-Channel zu machen und über jedes kleine bisschen und jede Intrige, die irgendwie mit Elektromobilität zu tun hat oder ja, keine Ahnung, jeder Bock, den ja, Elon Musk schießt, den irgendwie zu reporten.
Und ein Video dazu zu machen, wie es andere machen, das bin ich nicht, ich habe die Zeit nicht und das soll dieser Kanal auch nicht groß hergeben. Ich werde darum versuchen, um halt einfach, ja, für jeden, der vielleicht das Video sieht oder falls sich da vielleicht eine Gemeinschaft bilden sollte, wo ich wirklich Abonnenten habe, die gerne meine Videos schauen, wie soll ich sagen, auch mir folgen und den Videos folgen und quasi sich auch auf diesem Kanal updaten möchten. Ja, eigentlich möchte ich genau für diese eine Form von ja, Sammelsurium aufbauen. Sammelsurium sollte bedeuten, ich will vielleicht wöchentlich, vielleicht zwei wöchentlich oder auch monatlich quasi ein Video, wie ich es jetzt heute mache, zusammenstellen, wo ich beispielsweise so einen kleinen Roadtrip mache, irgendwohin in die Schweiz. Jetzt im Moment ist Winter, Januar und ja, keine Ahnung, es passt halt einfach. Schnee, sehr, sehr viel Schnee, wie man hier sieht. Ich liebe es. Quasi halt einfach in Form von einem Roadtrip. Und ja, wie eine Art News-Session, wie jetzt im Moment. Dann können wir gleich mal anfangen. Was hat sich in dem letzten Monat Dezember und jetzt, keine Ahnung, in der ersten Hälfte des Januars getan? In meinem Video habt ihr schon gesehen, das Tesla Model 3 wird ab Februar beziehungsweise März ausgeliefert, und damit hat bereits ein Freund von mir, der eine Vorbestellung gemacht hat, seine Konfiguration abgeben können. Er hat sein Tesla Model 3 Performance bestellt. Im letzten Video habt ihr auch gesehen, dass bereits der Konfigurator für wirklich die Allgemeinheit in Europa freigeschaltet wurde. Finde ich sehr, sehr coole Sache. Tesla gibt dort Gas und hoffentlich kommen noch weitere Länder hinzu. Ich muss mein letztes Video ein bisschen korrigieren. Ich habe dort gesagt, dass es für Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen und Niederlande ist. Es sind weit mehr Länder. Also wenn ihr jetzt irgendwo in einem Land seid, wo vielleicht noch Deutsch gesprochen wird, geht einfach rein auf tesla.com. Gebt euer Land ein, eigentlich sollte es der Browser erkennen, und schaut nach, ob ihr euch das Model 3 quasi vorbestellen könnt, reservieren könnt, konfigurieren könnt. Wenn ja, und wenn ihr wirklich eine Bestellung machen möchtet, ja, es wäre schön, wenn ihr meinen Referral Code benutzen würdet, ist gleich unten aufgeführt in der Beschreibung. So, ich stopfe das jetzt einfach irgendwo zwischen das Video, weil ich das noch vergessen habe. Ich bin gerade auf dem Rückweg zum Fahrzeug. Ja, was auch noch eine in meinen Augen unbeantwortete Frage ist, ich habe schon ein Video dazu gemacht, einfach für die, die vielleicht das Video nicht gesehen haben. Für jeden, der das Tesla Model 3, weil es ja jetzt ausgeliefert wird in 2 bis 3 Monaten, für jeden, der das Tesla Model 3 vorbestellt hat, aber ja, keine Möglichkeit gefunden hat, einen Referral-Code von irgendjemandem einzutragen oder eintragen zu lassen. Ja, da steht halt einfach die Frage, wie mache ich das? Wenn ich jetzt auf meinen Referral-Link gehe, dann sehe ich nochmal nur das Tesla Model S und das Tesla Model X, das man anwählen kann. Und dort gibt es wirklich sehr, sehr gutes, wie soll ich sagen, sehr einfaches Vorgehen für jeden, der das Tesla Model 3 vorbestellt hat, das jetzt noch konfiguriert hat. Ihr müsst einfach eine kurze Mail machen in dem Betreff Referral. Unterhalb im Mail könnt ihr hinterlegen eure Reservierungsnummer, euren Namen, und dort könnt ihr den Link vom Referral Code, den ihr benutzen möchtet, eintragen und den Namen von dem Inhaber vom Referral Code. Und wenn ihr das alles macht und losschickt, dann bekommt ihr 6 Monate Free Supercharging für das Tesla, für euer neues Tesla Model 3. Beziehungsweise, ich habe
rumgeforscht. Ich habe wirklich an ein paar Orten gesehen. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das wahr ist, aber wenn das wirklich wahr ist, dann ist es eine coole Sache. Solltet ihr euer Tesla Model 3 nicht Probe fahren oder nicht euer, sondern irgendein anderes, dann habt ihr sogar die Möglichkeit mit einem Referral Code 9 Monate gratis Supercharging zu bekommen, was wirklich super ist, weil eben das Netz ist gut ausgebaut, man kann es auf Langstrecken sehr gut nutzen. Man sollte natürlich nicht immer superchargen, aber ja, es ist kostenlos. Also, wenn ihr beispielsweise eine Reservierung gemacht habt, das nirgendwo angegeben habt oder nicht wisst, ihr müsst nicht meinen verwenden, ihr könnt gerne meinen verwenden, falls ihr findet, der Tipp war hilfreich. Ihr könnt aber auch von eurem Nachbarn, von eurem Freund, von, ich keine Ahnung, von irgendwem, von dem ihr das gerne möchtet, einfach Mail schicken, bekommt Free Supercharging. Ich würde es nutzen, wieso nicht? Mir bringt es was, euch bringt es was oder der Person, von dem ihr es halt einlöst, der bringt es was. Macht es einfach. Also, das war es in dem Fall. Tschüss. Und alles, was rund um das Model 3 im Moment geschieht, ist halt einfach, die fahren die Produktion hoch. Sie rüsten im Moment auch die Supercharger auf, beziehungsweise nach. Ja, in der Schweiz, ich war jetzt gestern in Oftringen, vor 2 Wochen war ich in Maienfeld. Dort ist im Moment noch gar nichts geschehen. Ich habe durch diverse Instagram-Pages gesehen, dass es ja, in unterschiedlichen Ländern, also beispielsweise Frankreich, weiß ich, habe ich ein paar Fotos gesehen. In Deutschland, Owe hat erst gerade vor ein paar Tagen ein Video gemacht, wird schon umgerüstet. Es kommt der Typ 2 Stecker, der schon drin ist, zusätzlich noch mit dem CCS Stecker. Und das heißt, ja, ältere Tesla-Fahrer können auf den Superchargern laden und es können auch quasi Model 3 Tesla-Fahrer draufladen. Es wird Plätze geben, die quasi, wie soll ich sagen, die vorreserviert quasi sind für Tesla Model 3 oder vorgedacht für Tesla Model 3 Fahrer. Ich kann mir darunter halt einfach vorstellen, oder was ich darunter verstehe, so wie Tesla das beschildert, ist einfach, sofern irgendwo noch ein Supercharger frei ist, wo nicht Tesla Model 3 Priority oder Priorität draufsteht, dann muss ich dort mich hinstellen. Sollte ich mich jetzt irgendwo hinstellen, wo quasi Tesla Model 3 priorisiert werden und andere Plätze sind frei, um vielleicht ein bisschen schneller superchargen zu können, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht irgendwelche Bußen kommen werden, oder ich kann mir einfach vorstellen, dass eventuell Diskussionen aufkommen direkt an den Superchargern zwischen Tesla-Fahrern, weil ja die Regeln nicht befolgt werden. Also halt einfach, ich verstehe es so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich von mir aus würde definitiv dort, wo Tesla Model 3 draufstehen, nicht parkieren, auch wenn ich jetzt beispielsweise 10-20 Minuten länger laden müsste, weil es gibt wirklich Fahrer, die ja, brauchen den Strom dringender als ich, du oder irgendjemand von uns. Was, wie soll ich sagen, ein bisschen eine Notlösung sein könnte, ist, dass man sich dort hinstellt, wo prioritär Tesla Model 3 laden dürfen und dort lädt. Und sobald ein Tesla Model 3 Fahrer kommt, dass man quasi ausstöpselt und sich umstellt oder umparkiert. Weil ja, es sollte nach den Regeln gehen. Nun gut, also in der Schweiz habe ich noch keine umgebauten Supercharger gesehen. Kommt vermutlich, ja, oder ist schon irgendwo am Laufen. Ich bin halt bis jetzt wirklich nur an 2 Superchargern gewesen. Was gibt es noch über das Tesla Model 3? Tesla Model 3, ziemlich teuer in der Schweiz. Die Standardversion ab 35.000 Dollar
noch in weiter Ferne. Mal sehen, wann das kommt. Was kommen noch für weitere, wie soll ich sagen, für weitere Elektrofahrzeuge im Jahr 2019? Was ist angekündigt? Naja, ich bin es nicht gewohnt zu vloggen. Mein Arm schon taub. Weitere Fahrzeuge, die angekündigt wurden für das Jahr 2019, ist einerseits der Audi e-tron, quasi das kleinere SUV sozusagen, weil es ist ja so quasi so, ich würde schätzen Q5 Größe. Der kommt definitiv, wird freigeschaltet, gab bisher schon ziemlich viele Videos. Sie waren, glaube ich, irgendwo in Dubai, Abu Dhabi oder so. Sieht cool aus, aber es sieht zu sehr nach, ja, altem Fahrzeug aus. Ich weiß auch nicht. Es sieht einfach aus wie ein typischer Audi. Ja, ist ja auch nichts Verkehrtes daran, aber man hätte ein bisschen einen Wechsel reinbringen können mit, ja, quasi der, mit dem Shift vom Verbrenner zu Elektro. Aber vielleicht möchten sie das halt einfach gemütlich den Leuten anbieten, dass man jetzt nicht sofort erkannt wird als Elektroautofahrer. Neben dem e-tron sollte der Mercedes EQC kommen. Der EQC wird irgendwann mal in Produktion gehen, Mitte diesen Jahres. Sie sind jetzt an etlichen, keine Ahnung, Messen oder so. Beispielsweise die CES 2019 läuft jetzt gerade und dort ist auch Mercedes vor Ort. Immer mehr und mehr Autohersteller sind dort vor Ort. Ja, Mercedes, was halte ich von dem? Sieht schön aus. Innen, keine Ahnung, die neuen Mercedes innen, ich weiß auch nicht. Also es gibt so die E-Klasse, die ist ziemlich cool innen, also sehr, sehr stark angegliedert an der S-Klasse. Aber wenn man dann sich den EQC anschaut, das ist einfach so eine gestretchte oder auseinandergezogene A-Klasse. Und die A-Klasse hat halt einfach nicht so viel schöne, wie soll ich sagen, so Verarbeitungsmerkmale innen oder innen so. Es fehlt einfach das Spezielle ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass der EQC relativ teuer kommen wird. Naja, neben dem kommt noch der Kia Niro in der vollelektrischen Variante dieses Jahr. Scheinbar wirklich sehr, sehr gut. Also sehr gutes Fahrzeug. 400 oder über 400 Kilometern Reichweite. Ja, lassen wir uns überraschen. Also sollte von der Verarbeitung her absolut normal sein, also gut sein. Nichts irgendwie im Premium-Segment oder so. Aber zahlbar, genügend Platz, Reichweite scheint zu passen nach einigen Reviews, die ich gesehen habe. Und ja, schauen wir mal, was da kommt. Dann Hyundai Kona wird quasi der Hauptrivale vom Kia Niro sein und wird ungefähr die gleiche Reichweite haben, vielleicht ein bisschen weniger, und vom Verarbeitungsstandard wird es fast gleich sein, sagen wir es mal so. Preislich, wie sich die beiden aufstellen, kann ich nicht sagen. Sollten aber nicht allzu teuer sein und sie sollten, glaube ich, auch mit CCS-Standard kommen. Apropos CCS, für alle, die es noch nicht in, keine Ahnung, 10-20-minütigen Videos gesehen haben, Tesla Model 3 in Europa kommt mit CCS-Standard. Da ist jetzt auch noch meine News. Was gibt's noch weiter? Vor 3 Tagen bin ich ein bisschen im Play Store, ich habe ein Android-Phone, bin ich im Play Store gewesen, habe ein bisschen nach Lade-Apps und Lademöglichkeiten gesucht. Ich möchte gerne auch noch ein Video zu Lade-Apps machen. Und ich bin dort auf die App von ENBW gestoßen. Ich werde euch das gleich hier unten
im Text wiedergeben. Die ENBW irgendwie Mobility, Mobility Plus App hatte ich installiert und ein bisschen mal so aufgesetzt und einfach mal die Ladepunkte durchgegangen. Als ich die durchgegangen bin, habe ich gesehen, dass quasi eine Ladung auf AC maximal 1 Euro kostet und auf DC 2 Euro maximal kostet. Und die App ist eigentlich für die Schweiz, für Österreich und für Deutschland gedacht. Ich habe ein bisschen außerhalb von den Grenzen geschaut und ich habe dort nichts gefunden. Also ist definitiv im Dachraum. Und ich habe dann mal meine Kreditkarte hinterlegt, mir ein Konto hinzugefügt und alles. Und ich war dann doch irgendwie stutzig. Ich wusste einfach nicht, wie kann man das irgendwie machen, 1 Euro oder so. Hab dann mir irgendwie eingeredet, nee, das muss einfach so eine Startgebühr sein oder so, für halt einfach die gute App, die Übersichtlichkeit, dass man in der App auch sieht, dass man ja, wirklich ruhig hinfahren kann, weil es einen offenen Platz hat. Es ist nicht so, dass man nicht weiß, ist es jetzt besetzt oder ist es nicht. Und man fährt dann hin und dann ist es besetzt. Oh, niemand da. Und ich dachte halt einfach so als Startpreis für diesen Service, bin dann ja, nach hin und her überlegen auf die Homepage gegangen von ENBW. Das ist scheinbar ja, eine Firma, die wirklich rundum mit Strom zu tun hat, Solar zu tun hat, Ladestationen, Ladeparks anbietet und und. Also kein Sponsoring, es kommt alles von mir, freiwillig. Ich werde von gar niemandem bezahlt. Ja. Die ENBW hat im Moment eine Aktion laufen bis zum 28.02., wo wirklich ein Ladevorgang mit AC, egal wie lange ihr dort steht oder ob ihr von 0 auf 100 oder nur, keine Ahnung, von 50% auf 60% ladet, ihr zahlt nur 1 Euro. Mit DC, beispielsweise mit CHAdeMO oder mit, wie heißt das schon wieder, CCS, 2 Euro maximal und ihr könnt euch eine Karte bestellen, die habe ich mir bestellt, mal sehen wann die kommt, oder ihr könnt einfach via App die Authentifizierung machen. Ich habe es gestern kurz ausprobiert, es hat tatsächlich funktioniert, es ist wirklich cool. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich empfehle es, also es ist einfach ein Geheimtipp, bis zum 28.02. Habt ihr die Möglichkeit für 1 Euro oder 2 Euro bei den gängigen Ladestationen, wo ihr, keine Ahnung, sonst auch ladet, für 1 Euro oder 2 Euro laden zu können. Ich muss jetzt so sagen, ich habe bei mir, bei der Arbeit in der Industrie, eine neue Ladestation bekommen und die Ladestation eben gibt es seit einem halben Monat. Ich habe mir mal ausgerechnet, was mich der AC-Preis kosten würde. Ich habe 6 Franken pro Stunde, quasi so eine Standgebühr, und ich habe 29 Rappen pro Kilowatt zusätzlich. Wenn ich mir jetzt ausrechne, 80 Kilowatt, bis ich das alles geladen habe mit meinem Fahrzeug von 0 auf 80, brauche ich circa 6 Stunden. Das heißt, dort bin ich schon bei 600, ja, egal, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich habe es immer mal ausgerechnet, bin ich irgendwie etwas um die 55 Franken. Hey, der Strom ist mit dieser Rechnung oder mit dem, was die verlangen, locker 55 Franken. Für 55 Franken mit meinem vorherigen Fahrzeug hatte ich ebenfalls 500 Kilometer gemacht. Ich meine, das ist wirklich bescheuert. Und jetzt gehe ich in die ENBW-App und schaue mir das dort an. Und ja, 1 Euro. Also wirklich, das ist so surreal. Das Schlimme ist noch, bei dieser Station, an der ich war, angefangen hat es mit 6 Franken, sind unterdessen auf 12 Franken pro Stunde. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist, ob sie irgendwas noch an der Preistabelle rumschrauben, aber wenn das wirklich echt ist, dann ist das, also da wird nie jemand laden. So, ENBW-App, ladet es euch herunter,
Findet ihr im Play Store, findet ihr im App Store, alles gar kein Problem. Was gibt's noch? Schaut euch das mal an. Eine kleine Hütte im Wald. Richtig idyllisch. Finde ich richtig cool. Ja, Elon Musk hat kurz vor Neujahr getwittert, dass in Europa die Supercharger massiv ausgebaut werden sollen. Er hat etwas geschrieben von wegen verdoppelt. Es würde verdoppelt. Glaube ich irgendwie nicht, weil es war schon eine Riesenarbeit mit, keine Ahnung, Bewilligungen etc., diese Anzahl, die wir jetzt haben, aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, er würde diese Standorte, die wir jetzt haben, einfach um mehrere Stationen erweitern. Wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, rechnen, dass wir vielleicht auf den jetzigen Stationen zwei Drittel mehr Ladestationen, also an den jetzigen Örtlichkeiten, zwei Drittel mehr Lademöglichkeiten, Ladepunkte aufbauen und dann vielleicht noch den Rest ein paar neue Orte hinzukommen, würde das relativ schnell gehen, weil die Bewilligungen haben wir ja in der Regel schon und dann kann das durchaus möglich sein. Was aber cool ist, er hat wirklich gesagt, egal ob man von, keine Ahnung, Lissabon Richtung St. Petersburg fährt oder von Norwegen bis in die Türkei, man sollte mit dem Supercharger-Netzwerk dorthin kommen. Was für mich sehr, sehr interessant ist, weil ich bin ursprünglich von Bosnien und in Bosnien haben sie quasi eine Station in Sarajevo geplant, aber steht gar nichts von Fertigung etc. Für mich gar kein Problem, also ich bin nicht so weit unten, ich bin relativ nahe an der Grenze, ich habe einen Supercharger in Kroatien und dann kann ich noch zu Hause den Rest laden. Boah, schaut euch den Schnee an. Es ist wirklich, also Schnee etwa 1,20 Meter, würde ich sagen. Ja, also für mich ist Supercharging kein Problem, aber eben in Serbien sollten drei kommen, in Rumänien sollten drei kommen, Bulgarien einer, in der Türkei habe ich was irgendwie 12 oder so gezählt. Also es wird definitiv weiter ausgebaut und ja, Tesla ist sich seiner Sache sicher, was auch mich optimistisch stimmt. Dann war vor 2-3 Tagen nochmal ein Tweet von Elon Musk, wo drin stand, bis übermorgen, hat man die Möglichkeit, noch ein Tesla Model S oder Model X 75D sich zu bestellen. Dann wird die Produktion gestoppt. Wieso machen sie das? Ich kann mir vorstellen, aus dem Grund, weshalb ich mich eigentlich für das Tesla Model S entschieden habe. Wieso habe ich mich hauptsächlich dafür entschieden? Ich dachte mir schon, dass in der Schweiz das Tesla Model 3, so wie ich es möchte, Performance mit meinem Paintjob und weißes Interieur etc., ziemlich teuer kommen würde. Und ich hatte recht, sind 81.500 irgendwas Franken oder noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr teuer das Ding. Und ich habe ein Vorführfahrzeug von Tesla gekauft. Das, mein Tesla Model S war ein Vorführfahrzeug mit 5000 Kilometern drauf. Und es hatte irgendwie 16.000 oder 17.000 Franken Rabatt. Das Auto ist 1A, also gar nichts, Neuwagen eigentlich. Und ich hatte 16.000 Rabatt. Das heißt, mit den Winterreifen, die ich dazu genommen habe, sind wir irgendwo zwischen 102.000 und 104.000 Franken. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist schon ein relativ kleiner Unterschied zum Model 3. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das 75D, das wird ein noch kleinerer Unterschied sein. So, entschuldigt, ich hatte hier Gesellschaft.
Ich finde dann halt einfach, bei meinem war schon nicht ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zu dem, was ich bekomme, was ich an Reichweite bekomme, was ich an, so mehr Luxus bekomme, mehr Platz bekomme. Und wenn sich einer dann quasi den Vergleich macht mit dem 75D, wo man auch 490 Kilometer fahren kann, gut, man kann mit dem Tesla Model 3 scheinbar ein bisschen weiter, aber man hat weniger Platz, kleineres Fahrzeug etc. Und man ist vielleicht noch 10.000 Franken im Unterschied. Dann würde ich viel eher das Tesla Model S kaufen, eigentlich so mich entscheiden, wie ich mich auch entschieden habe bei meinem. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist, wieso Tesla quasi das 75 oder 75 Kilowatt Modell beim X und beim S einstampft. Und ich kann mir vorstellen, zunächst wird das mal eingestampft, es wird 100D Versionen geben und dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht noch eine 120 oder 125D Version rauskommt. Also ich kann mir vorstellen, dass wirklich ein bisschen quasi die Kapazität erhöht wird. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Zellen, die im Tesla Model 3 drin sind, die relativ effizient sind, vielleicht Einzug beim Tesla Model S oder X halten könnten. Was ebenfalls eventuell eine Möglichkeit wäre, dass mit den neuen Zellen vom Tesla Model 3 vielleicht auch noch der Motor vom Tesla Model 3 Einzug hält bei den größeren Brüdern. Naja, ich weiß es nicht. Ich wage es mal zu hoffen, dass wir mal sicher die Batterien bekommen und es vielleicht ein 120 oder 125D geben wird, also 100D und 125D. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Preis eventuell ein bisschen angepasst wird vom 100D. Das heißt, dass er nicht irgendwie, keine Ahnung, Basis 100.000 kostet, sondern vielleicht auf 90 runterkommt. Hoffen wir mal, man weiß es nicht, mal schauen. Das heißt, ihr habt noch 2 oder 3 Tage Zeit. Ich linke euch nochmal den Referral Code unterhalb. Wenn ihr euch jetzt wirklich schnell günstigen Tesla Model S oder X bestellen möchtet, dann macht das sehr, sehr gerne. Nutzt meinen Referral Code, wenn euch das Video gefallen hat. Nutzt irgendjemand seinem anderen Referral Code, gar kein Problem. Und was gibt's noch? Ich bin ziemlich weit gelaufen. Ich gehe mal langsam zurück. Was gibt's noch? Bei der Elektromobilität ist im Moment noch die Rede von Trump, von Elon Musk und von China, weil sie sind sich ein bisschen in die Haare gekommen, Trump und Elon Musk, weil Trump natürlich weiterhin auf seine dummen Zölle beharrt. Und deshalb die Produktion des Model 3 nicht weiterhin gesteigert werden kann. Das ist mal eine Problematik, was ich absolut verstehe. Glaube ich, findet es Trump nicht allzu gut, dass Elon Musk die Gigafactory in Shanghai aufbauen möchte, wo der Spatenstich auch vor circa einer Woche gefallen ist, finde ich sehr, sehr cool. Die Roadmap, die Elon Musk hat, finde ich sehr ambitioniert. Wird vermutlich so laufen, wie es bisher immer gelaufen ist, dass man einfach sich verkalkuliert, sich Problemen gegenüber stehen wird, die man nicht einkalkuliert hatte und es sich verzögern wird. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es Mitte 2020 ist, ist es schon ziemlich gut, weil so eine Gigafactory, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen aufbauen. Und ich finde es gut, dass Tesla sich auch dahingehend absichert, dass er nicht, oder dass Tesla nicht nur
aus einem Land aus produziert und Gefahr läuft, dass gewisse Länder, wichtige Märkte sich verkrachen und dass man dort dann Probleme hat, die Produktion aufrechtzuerhalten. Allein aus dem Grund, eben jetzt China, USA, Importzölle sind abartig teuer, machen das Produkt teurer zu einem wirklich sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Und es ist 2019, die Elektromobilität wird dieses Jahr wirklich durchstarten und zwei Länder verkrachen sich, die eigentlich ja wirklich Pioniere sind in diesem Markt, und je nachdem, der das besser erwischt, der wird einen Vorteil daraus ziehen können, und der andere, der wird wirklich massive Einbußen tragen, und der mit den Einbußen im Moment, denke ich, ist eher Tesla. Darum finde ich es gut, dass sie wirklich auch in einem anderen Land Fuß fassen, das heißt, dass sie den asiatischen Markt von China aus bedienen können und den amerikanischen und europäischen Markt von Amerika aus bedienen können. Ich bin gespannt, was mit der Gigafactory sein wird, ob sie dieses Jahr wirklich fertig sein wird. Ey, schaut euch das an. Das sieht wirklich idyllisch aus. Es besteht eine Möglichkeit. Die Chinesen sind schnelle Arbeiter. Sie kommen nicht wie, keine Ahnung, die Europäer oder Amerikaner und machen alles der Reihe nach, sondern die kommen mit 1000, 2000, 3000, 4000 Leuten aufs Mal und arbeiten alle durch. Ist wirklich krass. Jetzt mal sehen, wie das, wie sich das Ganze entwickeln möchte, entwickeln wird. Ich bin gespannt. Ich denke, es besteht eine Möglichkeit. Kann aber auch eine Verzögerung geben. Ich finde, es darf auch eine Verzögerung geben, weil es ist wirklich ein Riesenprojekt. Und einfach, weil es ein Riesenprojekt ist, finde ich, man darf sich einen Puffer lassen. So, ich habe sicher noch hunderttausende Sachen vergessen, aber ich glaube, das Video ist eh schon zu lang. Sagt mir Bescheid in den Kommentaren, wie findet ihr die Idee, die Videos quasi ein bisschen zu bündeln, also die Informationen zu bündeln und, keine Ahnung, so wochenweise oder zwei wochenweise oder vielleicht monatsweise. Ich bin eher der Freund von monatsweise, weil es ist doch relativ viel Arbeit und so kann man schön alles zusammen aufarbeiten, sich informieren und falls es irgendwelche Änderungen doch noch gegeben haben sollte, richtig einlenken und richtig informieren. Und wie findet ihr, dass es eigentlich so ein bisschen gepaart sein sollte mit einem Roadtrip? Beispielsweise jetzt in die Berge, in den Schnee. Im Sommer kann ich mir vorstellen, irgendwo an den See, irgendwo auch in die Berge, kann ja sein, oder irgendwo ans Meer. Wenn ihr Vorschläge habt, ihr das gut findet oder nicht gut findet, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich freuen. Es würde mich auch freuen, wenn wir da, keine Ahnung, so eine kleine Gemeinschaft aufbauen könnten an Abonnenten, die sich austauschen. Egal ob auf Deutsch, auf Englisch, also es geht eigentlich alles. Und ja, vielleicht einfach mal so ein Zwischenfazit. Wie findet ihr Plug-in Tesla bisher? Es ist wirklich ein Hobby, es wird ein Hobby bleiben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Die nächste Folge wird, glaube ich, das Infotainment-System sein. In dem Fall macht's gut, ich wünsche euch was. Tschüss.